Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit. Let's get ready to rumble! Ja, also. Und dann starten wir auch gleich in das Match rein und gucken mal, was hier so passiert. So, wir kämpfen gegen die Suit 13 Warriors. Ziemlich starke Gilde, muss ich sagen. Also machen uns auf jeden Fall das Leben nicht wirklich leicht. Gegen Josh die 12, 62. Ja, ich muss mal gucken hier. Bin jetzt wahrscheinlich wieder aus dem Bild raus, weil ich nach unten schaue. Also wundert euch nicht, wenn er mich nicht erkennt. Dann sieht er so aus, als gucke ich nach vorne. Aber das tue ich nicht wirklich. So, ich muss nämlich nach unten auf den Bildschirm gucken. Macht aber nichts. Also Knife Wielding Seal. Dann haben wir einen Dolphin Rider Peter. Ja, und das Ding sollte eigentlich jetzt gleich vorbei sein. Bam! Gucken wir mal mit wie viel. Mit einer glatten 100! Jawohl. So, weiter geht's. Gucken wir mal, wer unser nächster Gegner sein wird. Wer ist es? Ah, kann man jetzt nicht so genau sehen. So, mal gucken jetzt hier oben. Wer? Strong Bad. Irgendwie ist das Ganze ein bisschen verschoben hier, habe ich das Gefühl. Ich soll das ein bisschen kleiner machen, jetzt kann man ihn auch sehen. Da ist er, der Strong Bad. Der starke Böse. So, dann fangen wir mal mit der Tina an. Und dann arbeiten wir uns da gleich durch. So, jetzt hat man Irek Lobster. Habe eben etwas gesehen. Irek Lobster und die Tina müsste ich mir auch mal anschauen. Was da so gerade... Hier machen wir jetzt die Tom Landry Middle School. Das wäre natürlich jetzt geil für die Tina gewesen, ne? Aber wir können das Ganze auch mit Peter spielen. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das juckt mich nicht im geringsten. So, na komm schon. Nicht so viel laggen, einfach zocken. So, Rogers Kleiderschrank. Und damit sind wir jetzt auf jeden Fall in der Position, dass wir sagen können, das Ding werden wir jetzt hier auch gewinnen, dieses Match. Und hier wird jetzt erstmal nichts mehr passieren. Mach ich nochmal Roger in Verkleidung. Der wird sich gleich nochmal ein paar Leben zurückholen. Ja. 64. So, 90 Punkte immerhin geholt. Sochen. Dann geht's weiter ab ins nächste Match. Gucken wir mal, gegen wen wir jetzt antreten dürfen. So. Ups. Let's have a look at our next opponent. Wer wird es sein? So, jetzt gucken wir mal. Also. Gegen, ich muss ja erstmal noch da drauf drücken, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. So, also, gegen wen denn? Gegen, wer ist es? Wer? Ernest T72. Ernest T72, ja, hier haben wir, oh, das sind natürlich 34, hier hätten wir 44 und da hätten wir auch 44. So, dann schauen wir doch einfach mal, womit wir anfangen. Das wird jetzt leider nicht ganz reichen gegen die Skimaske. Deswegen werde ich jetzt den hier spielen, den Christmas Punch-Out. Der heilt sich wenigstens selbst wieder hoch. Danach spiele ich den Roger. Und den Roger werde ich jetzt zu einem Mr. Deliver machen mit zwei Kronen. Zwei Kronen am Start. So, Rogers Kleiderschrank.
Jetzt sollte das Ding auch schon rum sein. Gegen Ernest T72. So, jawohl. Gucken wir mal. Und? 94 waren es, ne? So, nächstes Match. Gucken wir mal. Wer ist der Nächste? Der nächste Herr, dieselbe Dame. Gegen. Oh, jetzt sind es nur 13 Minuten. Die Zeit rennt mir langsam davon. Also, schauen wir mal. Ja, Mann. Gegen. Oh, that Mutha. Oh, that Martha. Martha. Martha, Martha. Also, wenn ich die Fashion Wrestling irgendwann mal komplett hätte, na, das wäre auch nicht schlecht. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich fange jetzt erstmal mit dem Bob an und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und es war ganz gut so. Das sind nämlich genau die 44 Schaden, die ich brauche. Ja. Christmas Punch Out. Komm schon, Baby. Hau ihn weg jetzt. Lag nicht so viel, sondern baller den weg. So. Come on, Baby, come on over, Baby. Komm schon auf jetzt. Meine Güte. So, und da ist er auch schon wieder weg. Das ist gut. Jetzt kann ich den Roger ganz beruhigt spielen. Und jetzt passiert hier nämlich nichts mehr. Jetzt kommt noch der Mr. Business rein. Und dann sind wir hier auch schon so weit durch. Jetzt kann ich eigentlich das theoretisch wegskippen. Skippidi-bibben. Komm, machen wir auch gerade. Skip. Und. Komm. Bam. Ja. Also. Oh, that Mutha müsste eine glatte 100 sein, eigentlich. Jawohl. Glatte 100 am Start. Gut. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So. Noch 6 Matches und 11 Minuten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss hier wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Match wegskippen und dann gucken wir mal, was passiert. So. Dani-Syndrom. Jetzt muss ich erstmal mit der Louise anfangen. Nein, Feeling Seal habe ich tatsächlich noch nicht wirklich richtig erforscht, so wie das Ganze aussieht. Habe ich jetzt auch vorhin erst reingenommen. Rogers Kleiderschrank oder. Nee, 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 nee. Wir fangen jetzt hier mit an. Ist die schon mal gleich weg. Jetzt den da, den Kleiderschrank. Und dann sind wir jetzt auch. Können wir das skippen? Ich das jetzt hier mache, können wir skippen. Da passiert jetzt nichts mehr. Bam. Es sind so viel Schaden auf der 1. Da wird nichts mehr passieren. So, jawohl. Mal wenigstens noch ein bisschen Zeit geschindet. Nochmal mit einer glatten 100. Jawohl. Bam. So, jetzt gucken wir mal. Was ist unser, oder wer ist unser nächster Gegner? Wie viele Minuten habe ich noch Zeit? 10 Minuten ungefähr für 5 Matches. 1 Minute habe ich jetzt gut gemacht. So, schauen wir mal rein. Da oben die Automatik rausmachen gegen Florenzi. Ja, das ist natürlich ein guter Start mit der schlimmen Tina. The Bad Tina ist am Start. Da wird jetzt gar nichts mehr großartig passieren können, denke ich mal. Ja, komm. Das Ding kann ich jetzt einfach wegskippen. Was soll passieren? Die kommt jetzt in Fahrt und dann ist das Ding durch. So, da haben wir nochmal 1 Minute gewonnen. So, auch wieder eine glatte 100 gegen Florenzi. Jawohl. Ja, Mann. Ja, geht, ja, geht, ja. Bam, bam, bam. So, den hauen wir weg. So, noch 9 Minuten. Und noch 4 Matches zu spielen. 38.000 ist jetzt dann doch eine solide Führung. Das haben wir gewonnen, das Ding. So, wieder die Automatik raus oben. Und dann schauen, was wir machen. Ob wir den Bobby mit der Stuffington Academy spielen. Oder das wären immerhin 39 Schaden. Das würde reichen. Je nachdem, wie stark der Schild jetzt genau ist. Der reicht nicht. Nein! Es reicht eben doch nicht so ganz, macht aber überhaupt jetzt gar nichts aus, denn jetzt ist er trotzdem weg und jetzt kommt noch die Klopperella mit rein und dann sind wir auch durch bei diesem Match. Jawohl, Bam, Hardtack, 96.
So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da-dam bam bam. So, jetzt schauen wir mal. Noch drei Matches sind offen. Hui, kommt noch was mit hinzu. Spielt jetzt gerade noch jemand. So, drei. Oh. Alter, Vater. So, was haben wir hier? Shrimp-Dress, Sexualkunde, Peter. Oh, mach jetzt keine Scheiße. Ich will den Sexualkunde, Peter. Gegen diesen Brüssel. Ja, das könnte unter Umständen die beste Entscheidung gewesen sein. Genau. So, jetzt haben wir schon da vorne über 50 Schaden. Und ich denke jetzt noch mehr. Jetzt haben wir 8 und wie viel haben wir jetzt? 46, 56, 64 Schaden. Was soll denn da jetzt noch passieren? 64 Schaden, komm. Oh, hui. Okay, also Jealous Bobby. Ja, das ist trotzdem. Das Ding ist gelaufen, Baby. Goodbye, my lover. So, also, ja, die Arbeiterin Tina, geil, die hauen wir noch mit rein. Ja, Mann. Und wie viel haben wir geholt? 92 waren es jetzt nur. Egal. Scheißegal, scheißegal, scheißegal. So. Und wie viele Matches habe ich noch? Zwei Matches und es sind noch 6 Minuten. Wir sind bei fast 40.000 Punkten. Gegen eine so starke Gilde ist das ein echt gutes Ergebnis, sage ich mal. Denke, wir haben echt einen guten Start gerade hier. Ich glaube, das ist der stärkste erste Rumble seit langem. Habe ich so im Gefühl. Nochmal Fashion Wrestling. Da kommt nämlich der nächste Chicken Fight raus. Und das Ding ist halt echt mega OP, ne? Hier bei zwei Chicken Fights, pff, da machst du nichts mehr. Die Dinger, die ballern ohne Ende. Ja, oh, nur 85 Punkte haben sie geholt. Toll, Chicken Fight. Toll gemacht. Toll, Chicken Fight. Super. 85 Punkte. Scheiß. So, also, egal. Weiter geht's. Letztes Match jetzt noch. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Das sieht wirklich gut aus. So. Sir Sado. Oder Sir Sado. Sir Sado. Oh, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Das war jetzt wirklich nicht gut gespielt. Das war eigentlich ziemlich dämlich gespielt. Hätte ich den gespielt, hätte ich jetzt schon das Match wegskippen können. Naja, dann machen wir es halt jetzt. Ist egal, komm. Einen Fehler darf ich mir jetzt hier auch mal erlauben. Ist wurscht. So, und dann machen wir den jetzt hier. Und jetzt ist es egal. Jetzt passiert hier nichts mehr. Das können wir wegskippen. Auf, komm. Skip die Wim. Auf, komm. 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 Komm, skip that shit. Na, mal wieder gar nicht. Der lässt mich da oben gerade nicht die Automatiktaste drücken. Okay, egal. Macht nix. 96. So. Ja, ein Fehler. Und dann sind die 100 nicht mehr machbar. Aber egal. Ist wurscht. So, jetzt schauen wir mal rein. 4 Minuten noch. Ja, ihr dürft ruhig noch kämpfen. Kein Problem. So, 43. 43 gegen. Wie viele haben denn bei uns bis jetzt gekämpft? So, Cuddly wieder mit einer sensationellen, sensational. Perfect Match. 1000 Punkte. Unglaublich. Dietronic 993, Tipicolada 988, Chris 986. Ken Berger, 986, Eat Fresh Food, 977, Nutty Nate, 990, Teklis, 991, Homer J, 959, The King, 953, X-Same, 953, Robert, 945, Ricky, nee, Ricky, Spanish.
143 Junkhead, der Pate, A, Krankus, Tularis, Dennis, Sonja, Henny, Dorina, Spider, Mimo, Kings, Jesse, Manuel K., Amir, Palang, Brownie, Nervt, Gecko, Apokalyptika, Topdas, Ernstka, Thomas Cookie. Ja, bei mir sind es dann ein bisschen mehr. J-Style, Frankensee, Brad Lemur, Michael, Jojo, Strommi, Ulrike, Olli, Z, Gamer, Guy, Bruno, D, Bounty und Josesinho. 47 Aktive. Glaube ich wirklich aktuell unser bester erster Rumble seit langem. Nice. Vielen, vielen Dank dafür. Das Ding haben wir gerockt. So, wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, immer gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.